Vielen lieben Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen zum späteren Spielpreis. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming am 28. Oktober 2000. Und was haben wir mittlerweile schon wieder? Oh, 24. Sehr schön. Heute das Thema Ballon d'Or 2024. Hätte ich ja darauf gucken können, ne? Ich Idiot. Ich hätte nur drauf gucken müssen auf die Ballon d'Or Verleihung des Jahres 2024. Ich hätte eigentlich nur gucken müssen, dass Lionel Messi und Cristiano Ronaldo das erste Mal seit irgendwie gefühlt 20 Jahren nicht nominiert sind. Dann hätte ich auch gewusst, dass wir das Jahr 2024 haben. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Montagabend. Wir haben es genau 22:07 Uhr. Und wie es im Titel schon steht, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, heute wird der Ballon d'Or verliehen. Das ist doch schon mal was, oder nicht? Das werde ich mir jetzt gleich anschauen. Ich schaue es jetzt schon. Kleine Überraschung. Ich schaue es jetzt eigentlich schon nebenbei an. Gerade werden die Women's Johann Cruyff Trophies vergeben. Was auch immer das sein wird. Ich habe mir heute vorsichtshalber mal ein Trikot von Manchester City angezogen. Kann gut sein, dass die heute abräumen könnten. In Persona eines zentral defensiven Mittelfeldspielers, der aus Spanien kommt. Aber dazu gleich mehr. Bisher haben wir so ein paar tolle Verleihungen gesehen. Karl-Heinz Rummenigge haben wir auch gesehen, den die Gerd-Müller-Trophäe vergeben hat. Lamine Jamal hat den irgendeine Copa-Trophy bekommen für sein Tor gegen Frankreich bei der Europameisterschaft. Und alles Weitere werden wir jetzt gleich sehen. Werde ich mir angucken. Werde ich mir nebenbei angucken. Werde ich vielleicht mal auch hauptsächlich angucken. Schauen wir mal. Wir haben ja ein bisschen was noch zu tun, auch in FC 25. Dazu gleich mehr heute. Aber die Schocknachricht: Manchester United hat ab heute keinen Cheftrainer mehr. Erik ten Hag wurde entlassen. Und das nach der gestrigen Pleite, ich glaube gegen West Ham United. 2:1 war es hinten raus. Erik ten Hag, der sich eigentlich seine Ajax-Mannschaft so zusammengebaut hat, mit Nusay Masraoui, mit Onana, mit De Ligt, muss leider seine Koffer packen. Mittlerweile, der war ja etliche Male schon eigentlich vom Stuhl gefallen. Und heute ist dann wirklich passiert, Manchester United trennt sich von seinem Head Coach Erik ten Hag. Der ist jetzt wieder ein freier Mann. Übernehmen tut Ruud van Nistelrooy. Auch ein Holländer. Auch ein Holländer. Interimsweise übernimmt er. Im Gespräch ist ein Portugiese, der aktuell, ich glaube, bei Porto oder bei Sporting trainiert. Ruben Amorim soll der ganze Trainer heißen. Sporting-Trainer, richtig. Ruben Amorim. Also, das ist eine Nachricht, die eigentlich längst überfällig war, aber irgendwo dann doch auch nicht unbedingt schockierend war. Muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man das gesehen hat, wie Manchester United die letzten fünf Jahre aber auch unter ten Hag eigentlich dauerhaft gespielt hat, war das nicht gut. Jetzt gibt es die Manager-Trophäe für den besten Trainer. Die wird jetzt ausgezeichnet, die Trophäe des besten Trainers. Und verkündet wird das Ganze von keinem geringeren als Stoikov, die ungarische Legende. Und gewonnen hat die Johann Cruyff Trainer Trophy.
Carlo, Mr. Carlo Ancelotti. Das ist schön. Wir gehen kurz rüber. Nach einem kurzen Intro gibt es alle weiteren Infos zum Ballon d'Or. Herzlich willkommen zum Spielball-Podcast. Willkommen zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend. So, wir sehen jetzt gerade bei dem tollen Event in Frankreich die vier Finalistinnen des Ballon d'Ors, unter anderem natürlich dabei Aitana Bonmati. Und ich hätte gerne auch gerade noch gesehen, wer vom FC Bayern noch nominiert ist. Es waren drei SpielerInnen des FC Barcelonas nominiert. Übrigens die FC Barcelona Frauen war auch die Mannschaft des Jahres 2024. Und jetzt wird The Women's Ballon d'Or verkündet nach ein bisschen Gerede und so weiter und so fort. Das werden wir uns gleich angucken, beziehungsweise können wir uns gleich mal anhören. Haben wir eigentlich die Rechte dafür? Natalie, you're a true football fan. In fact, along with other stars, you created the most. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Wir haben die Rechte dafür. Das ist übrigens Didier Drogba. Der sieht mittlerweile ganz anders aus als noch vor etlichen Jahren, als er gegen FC Bayern noch getroffen hat. Hallo. Grüße. Was macht er denn da? Das ist doch der Musiala-Jubel. Oder Mesut Özil. Natalie Portman. Oh, echt? Oscar-Winnerin? Natalie Portman, eine Schauspielerin beim Ballon d'Or. Die Veranstaltung wird hier immer verrückter. Wild. 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 Sie. Oh, that is a pretty good question. Yeah. But we live in Paris, so we end up going Natalie to Portman PSG in a Paris. Lot. That makes a lot of people in the room very happy, definitely. And if you're other upsets, of course. So you said that you were sharing this passion with your little boy. Does he play football? No. Do you go to trainings? Yes. I'm at football practice often. Yes. Okay. So I know that you spend quite a lot of time in France. Would you have a few French words for us? French words? Uh-huh. Oh boy. Oh boy. Like, there's one that I like, which is si. I thought that people were saying yes to me in Spanish. But then I realized it's yes when the question's asked in a negative form. Oh, okay. Which doesn't exist in English. Absolutely. Anyway. That's a good one, definitely. I also heard on social media it was like, c'est chelou, and that really made me laugh. Wobei jetzt das französische Wort, was ich sagen sollte. Es war nicht. Thank you, Natalie. Jetzt sag an, wer den Ballon d'Or gewonnen hat. We're about to reveal the name of the 2024 Women's Ballon d'Or of France Football, elected by these 50 journalists representing the top 50 nations in the FIFA rankings. Sehr absolutely, gut. Didier. Each journalist submits. Was sind das denn für Journalisten? Wer ist denn der deutsche Vertreter da? Corresponds to a number of points. First place is worth 15 points, second place 12, and so on until the 10th place earning 1 point. Okay. The player with the most points in the end wins the Ballon d'Or France Football. Easy. Das ist natürlich wild, Natalie, ne? The honor is yours, please. Tell us who is the 6th Women's Ballon d'Or France Football winner. The 2024 Ballon d'Or France Bonmati. Football is Aitana Bonmati. Als hätte ich es gewusst. Woher wusste ich das?
Back-to-back Ballon d'Or-Winnerin Aitana Bonmati vom FC Barcelona ist natürlich auch eine gute Mittelfeldspielerin. Das muss man sagen. Didier Drogba überreicht das ganze Ding mit Natalie Portman. Und Aitana freut sich natürlich, klar. Hey, zum zweiten Mal hintereinander. Die will den Trophäenschrank genauso voll haben wie Lionel Messi. Glückwunsch an Aitana. Aber was man Barcelona wirklich lassen muss, dass die es geschafft haben, nicht nur ein wirklich mittlerweile wieder sehr gutes Herrenfußballteam aufzubauen, sondern auch ein ziemlich gutes Frauenfußballteam. Papa Sancho, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Gut, wollen wir die Rede hören? Nein. Das lassen wir sein. Wir schließen mal eben unser Icon-Pack ab. In der Zeit haben wir, glaube ich, gute Musik von Sarah Larsson. Gleich geht es natürlich noch weiter mit dem Ballon d'Or-Winner der Herren. Aber ich wollte den Satz mal wieder verwenden. Ich habe da mal was vorbereitet. Das Icon-Pack ist schon fast fertig. Sarah, bist du bereit? Sehr gut. In wenigen Minuten wissen wir, ob sich das City-Trikot gelohnt hat, heute anzuziehen oder ob Rodri doch mit leeren Händen nach Hause geht. Also von Madrid ist keiner dabei heute. Kann keiner den Preis abholen. Mbappé war sowieso schon Platz 6. Schöne Tore von Aitana. Super, ganz klasse. Die 4-2-3-1 habt ihr.
uns, das Ganze angucken. In der Zwischenzeit haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht wird auch noch der ein oder andere der ein oder andere Award zwischendurch vergeben. Was weiß ich, für den besten Schiedsrichter, für die beste Schwalbe des Jahres, wie auch immer. Da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche. Kann ich bitte einmal Katuto kaufen, oder? So I walk myself down memory lane. Aitana, was ist denn da jetzt los? Was redet die denn da so viel jetzt? Frage ich mich. Ich meine, ist ja jetzt gut. Hat ja jetzt ihren Preis, hat sie ja jetzt gekriegt. Ich frage mich, warum die Veranstaltung so lange gehen muss immer. Ich meine, die sitzen da ja auch schon seit 2 Stunden. Mats Hummels ist übrigens auch dabei. Als einer der wenigen deutschen Vertreter ist Mats Hummels mit dabei. Ich glaube, Platz 29 bei den Ballon d'Or Ranking geworden. Das ist doch schon mal etwas. Und sonst sieht es mit den Deutschvertretern eng aus. Toni Kroos, auch Platz 9 noch gelandet. Toni Kroos, auch für die letzte Saison, die er gespielt hat, vielleicht ein bisschen wenig, aber naja. Harry Kane war auf dem 10. So I walk myself down memory lane. Bayern für Leverkusen, Tap Soba. Wir werden natürlich gleich, klar, gar kein Thema, auch die 4-2-3-1-Taktik ein bisschen weiter noch spielen, müssen wir machen. Sonst komme ich nicht in den Rhythmus rein damit. Jetzt komme ich da nicht in den Rhythmus rein. Ich muss aber unbedingt vorher die Ikone zum Verein hinzufügen. Sonst kann ich nicht in Ruhe. Oh, wo haben wir die jetzt hingepackt? Oh, haben wir die im Verein getan, ne? Der ganze Spieler. Scheiße, wollte ich nicht. So, hier brauchen wir noch 2 Vertreter. Das reicht so nicht, ne? Schade eigentlich. What you waiting for? Junge, der Laporta, wie er da sitzt. Der kleine Laporta. Und er freut sich den ganzen Abend, weil die Barca, Frauen und Herren, einfach eine Trophäe nach der anderen absahen. Lamine Jamal, Barcelona, Team des Jahres geworden im Frauenbereich. Aitana Bonmati, Ballon d'Or Winnerin. Der freut sich richtig. Der freut sich richtig ein ins Fäustchen, freut er sich. Kein einziger Vertreter von Real Madrid dabei. Dafür sahen Barcelona richtig schön ab. Aber sie sind verschuldet. Das Zimmer ist. Naja, kann ich alles haben, ne? Kann ich alles haben. Kann nicht alles haben. So, Ilkay, komm mal mit in den Verein. Hat übrigens auch beim FC Barcelona gespielt. Aber nicht lange, 1 Jahr. Mal ein kurzes Intermezzo. What you waiting for? Boteas? Auch dabei. Ja. Okay, der kostet ein bisschen mehr, glaube ich, ne? 30. Ich mag das immer nicht, wenn so Preisverleihungen künstlich in die Länge gezogen werden. Ich habe das Gefühl, das wird hier gerade getan. Vielleicht natürlich nicht so anders. Dann halt eben. Okay. Dann gehen wir die Jungs und Mädels mal genauso ab. Wobei, wir können den hier noch behalten, vielleicht. Ja, Adama hätte man natürlich auch mit wegtun können. Den werde ich sehr wahrscheinlich eher weniger spielen. Aber gut. Harry Kane, dass der so lange aber auch noch hier unterwegs ist. Morgen früh ist Training, Harry. Morgen früh muss wieder in München sein. Ey, es ist 10:30, Harry. Der muss morgen früh wieder in München sein. Aber wahrscheinlich nimmt Kalle ihn mit heute Abend noch. Ist ja nicht weit. München, Paris. Die haben ja einen Weg.
ist das recht. Graham Hansen auf Platz 2 und Salma Parejulo, oder wie sie auch immer heißt, auf Platz 3. Drei Barca-Spieler unter den Top 3. Das ist unglaublich. Das ist wirklich wild. Dankeschön. So, ich höre einmal wieder rein, wie weit die da jetzt sind mit ihrer Besprechung. Oh. Noch gar nicht so weit. Kein Walkout. Ist jeder Icon ein Walkout? Ja, ne? Zumindest werden wir einen Walkout gleich sehen. Bin mir ziemlich sicher. Oh, Barcelona schon wieder. Merci beaucoup. Gut. Es scheint weiterzugehen. We'll be back shortly after this. Ah, die machen jetzt eine Pause. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Nach einer kurzen Pause wissen wir, wer Ballon d'Or-Gewinner wird. Dementsprechend schalten wir doch nochmal rüber. He? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Warum machen die denn exakt jetzt eine Pause? In dem Moment. Okay, wir öffnen unser Icon-Pack und dann gucken wir uns die weitere Preisverleihung an. Das könnte jetzt mal wieder so 5 bis 10 Minuten dauern, diese Pause. Warum auch immer die Pausen so großzügig da eingestreut sind in Paris. Aber es ist sehr schön, der Eiffelturm im Hintergrund zu erkennen. Wunderbare Geschichte. Jetzt haben wir tatsächlich noch die Plätze 29 bis 10 laufen. Artem Dovbyk auf Platz 29. Ist Mats Hummels doch 28. geworden, ne? Richtig stark, Mats Hummels. Gestern sein erstes Spiel übrigens gemacht für AS Rom. 20 Minuten, 30 Minuten gespielt, Eigentor gemacht und 5-1 verloren. Ja. Ist jetzt nicht ganz so optimal gelaufen für Mats. Aber gut. Wir gucken mal rein ins Icon Maximal 88 Basis Pack und hoffen natürlich auf einen Spieler, den wir irgendwie mal gebrauchen können. Wir haben echt ein bisschen was investiert. Ich glaube, so 100.000 sind da drin und der ganze Verein ist leer. Und alles, was wir irgendwie an Spielern hatten, haben wir hier abgegeben. Wir haben alles rausgehauen. Jetzt müssen wir den Verein auf jeden Fall je nach erstmal aufbilden. Gucken wir mal, ob sich das Ganze gelohnt hat. Mit diesem Icon-Pack. Irgendwas Spielbares. Es ist nicht wieder Henrik Larsen, oder? Das ist nicht wieder Larsen. Es ist Hernan Crespo. Eine 86. Alter Schwede, Leute, ey. Das kann nicht euer Ernst sein. Zwei Icon-Packs dieses Jahr, einmal Larsson, einmal Crespo. Tja, ey. Warum lohnt sich das eigentlich nie? Nie. Guck dir den Müll doch mal an, hier. Fass es nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ey, jetzt haben wir hier wieder 5 Minuten Zeit und es reicht nicht ganz für ein Spiel. Es gibt aber auch keine SBCs mehr, die wir machen können, glaube ich zumindest. Rafinha. Hätten wir alles abschließen können. Nein, wir haben uns für ein Icon-Pack entschieden. Hat sich ja gelohnt. Oh mein Gott, ey. Deutlich bessere Sachen gegeben. Bringt das was, jetzt nochmal nachzugucken? Nein, nicht, ne? Nein, nicht. Bringt doch nichts.
Wir hätten Gareth Bale kriegen können. Wir hätten Scholes. Ich hätte lieber einen Scholes mitgenommen als Crespo. Beckham, Desai, oh, Nedved, Rio Ferdinand, Shevchenko, Stevie G, Riquelme, Petritz, Cech, Edwin van der Sar. Rooney, Schweini, Ribery, Fernando Hierro, Haji, Kürmann, Laudrup, Vieira, Blanc, Klose, Persi, Sola, Pires, Petit, Makalele, Lampard, Xabi, Alonso, Fernando Torres, Nemanja Vidic, Frank Rijkaard. Es gab 50 gefühlt bessere Spieler, die vielleicht nicht unbedingt mehr wert gewesen wären, aber die ich lieber gespielt und gehabt hätte, als den. Die tun sich beide, Hernan Crespo und Larsson, nichts. Kosten beide für einen eigenen gefühlt Minimumpreis. 77.000. Sehr gut. Ich hätte sogar lieber einen Gattuso mitgenommen. Ashley Cole wäre mir lieber, Essien wäre mir lieber, Hernandez. Naja. Ah, okay. Sauber. Sehr gut. Ich freue mich. Sehr gut. Super. Wir machen mal weiter. Ah, das sollte man sich echt zwei, dreimal überlegen, ob man die Icon-Picks wirklich mitnehmen, ne? Das ist jedes Mal eigentlich ein Bruch. Das ist eigentlich jedes Mal immer wieder ein Bruch. Das ist halt die Scheiße dabei. Florian wird's auf Platz 12. So, geht's jetzt gleich mal weiter. Könnt ihr vielleicht noch Platz 11 zeigen, Platz 10 meinetwegen auch noch. Und dann kann es gerne weitergehen mit den Ballon d'Or der Herren. Phil Foden auf Platz 11, auch in Ordnung. Hat er sich verdient, der Phil. Hat er sich verdient. Schönes Tor, Phil Foden, super. Nein, Tegel haben wir den aber. Den Harry Kane auf Platz 10, schön, zeigen sie auch noch. Wunderbar, nächster Engländer. Zeigen die jetzt nochmal alle Nominierten da. Oh, bis Platz 4 runter. Das nervt mich schon wieder. Toni Kroos auf Platz 9. Retirement. 5-mal nominiert. Stark, Toni. Super, super Tor. Wunderbar. Ganz klasse. Lamine Jamal auf Platz 8. Auf Platz 7, Lautaro Martinez, Inter Mailand. 3-mal schon nominiert. Auch noch recht jung. Oh, wobei, 27, ne? So jung ist er dann auch nicht mehr. Platz 6, nur für Kylian Mbappé. Ja, glaubt ihr, war sonst die letzten Jahre eigentlich immer unter den Top 3, 4 auf jeden Fall. Dieses Jahr hat es dafür nicht gereicht bei Kylian. Erling Haaland auf dem 5. Und wer bleibt jetzt noch übrig? Rodri. Carvajal. Jude Bellingham. Vinicius Junior. Und es scheint gleich weiterzugehen mit der Ballon d'Or Verleihung. Bisher. Können wir noch 2 Packs machen eben. Na komm, mach leer den Speicher hier. Mach leer den Speicher. Jetzt sollen wir den anfangen hier mit den 82er, ne? Mach leer den Speicher. Wunderbar. Garnacho sitzt übrigens auch vorne in der ersten Reihe. Ganz aktiv mit dabei. Sah aber nicht so traurig aus, dass heute sein Chefcoach entlassen wurde. Garnacho.
Vielleicht freut er sich einfach nur. Über das gelungene Event am Abend. Es geht weiter mit dem Ballon d'Or. This prestigious evening, we needed a legendary guest to present this 2024 Klar. Men Ballon d'Or France Football. He's for now the only African winner of the Ballon d'Or. Rodri, guck mal, er richtet sich schon Mr. mal die Fliege. Er weiß Weah. Schon Bescheid. Rodri weiß schon Bescheid. George Weah wird das Ganze verleihen. Cool. Top. Jimmy Pendleck. Jede. Nacho, Sascha Boe, Onana. Das sind die Spieler, die ich hier gerade so hinzufüge. Mr. President. Ja. Mr. George. Mr. George. My big brother. My big brother. What a pleasure to see you here in Paris, where you wrote glaub, das ein big großer Bruder ist. Of your magnificent career. How special is it for you to be back here? Very, very proud. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here and thank the France Football for inviting me here again. Where the, I'm here to present this glorious trophy. 1995 hat der den Ballon d'Or gewonnen. Spannend. Hüllet war 87. Habe ich noch im Kopf von gerade. So the, in my life from a little ghetto I came to George Europe Weah. Not to win a Ballon d'Or. Wow. But I reached that level. Das war's. And I just want to thank all of the coaches that were there for me. Coach Arsene Wenger, Fabio Capello, Luis Fernandez. The coaches made me who I was. Wer ist er? But again, a Ballon d'Or for me, coming from das a country Nacho. That was broken down with civil war, I had no Paris choice. It was supposed for peace for me. And I brought peace to my country because we took the Ballon d'Or to promote peace. Today, Liberia is in peace, and I'm very happy. It's an honor for me to be one of the Ballon d'Or. So thank you ist very much. Ein bisschen zu viel Gerede, aber super, super Worte. Aber ist ein bisschen you zu viel. Over 200 goals. In your career, 200 Tore hat er geschossen. Give you this gift, but also wow. To refresh the memories of all the football lovers. The powerful. Boah, George Weah. Hat er den nass gemacht? Das gibt's ja nicht. Ligue 1. Serie A hat auch gewonnen mit AC Mailand oder was? Boah, schönes Ding. Der George. Super. Zweimal Serie A gewonnen. Stark. Was kommt noch? Boah, super. Tolles Tor. Ballon d'Or, France Football 1995. Und das Tor haben wir eben schon mal so halb gesehen zumindest. Und das macht er dann immer für Finden. Wild. Wie er die Gegner da aussteigen lässt. Da. Das war auch nur gegen Bayern. Das war doch der Lothar gerade. Scheiße. Hey, aber toller Typ. George Weah, super. George. How does it feel to see all these images again? Well, at that time I felt good. In welcher Funktion ist eigentlich like Oliver said, Bierhoff jetzt da angereist, frage ich mich. It was not a difficult, gute Frage. It was a difficult task for me. Coming from Africa, the great players, good defenders. Yeah. For me to just swift in like that. Oh, yeah, I mean, nicht mal mehr ihren like Namen auf Boden stehen. And then thank all of the coaches that work with me because every day, most especially Coach Arsene Wenger, every day, 4 hours a day, I was working just to be one of the best trackers in Europe. 4 Stunden am Tag. Jeden Tag 4 Stunden hat er gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen.
4 Stunden am Tag. Ist das crazy? Jeden Tag 4 Stunden. Stark. You were also the former president of Liberia with many responsibilities. Do you still have time to watch football? And is there a player in this room or another player you think of that actually impresses you? A lot of time. Well, it's normal. And, football is my life. Yes, see. What's my life? It's my life. I still play football. Er spielt immer noch. Whenever I leave my work, wo denn? Only football makes me happy. So that after a difficult time Kloibert. On the job, I come back home, I watch my teams. I still watch AC Milan, Paris Saint-Germain, Juventus auch. Atletico Madrid. Atletico, wow. Those are the teams, Tottenham Hotspur. So Tottenham Hotspur, wow. I can never leave the Die game. Guckt er sich the an. Game made me who I am. So that I'm attached to it. Hakan. And I'll forever be attached to the game. And any player maybe that impresses you? Say that? A player that you like to see play? Kylian Mbappé. That impresses you in particular? Yeah. That's one of my players I love. I'm a fan of Mr. Kane. Mr. Kane! Yeah. When you're playing for my team. Mr. Kane! Neben Ademola Lookman. And because I believe that he's a very strong and a very clever striker, you know, and I support the team, Tottenham, so since I was a kid. And then I love him. Love story. Very good. Yeah. Good to see you. George Weah, along with Harry Kane. When I saw you walk in, I said, oh, I'll have a photo today. That's my, er hat schon ein Foto. That's my player. Harry. Wow, stark, sehr gut. He played for Chelsea, but he didn't say that about me. No, you see, Drogba, I play for different teams because I never had the opportunity to play for the team I love. Mm-hmm. My entire life, when I was a kid, I watched Juventus play because of Platini. I love Juventus, but I never played for Juventus. Nicht, warum nicht? Today I'm glad that my son is playing for Juventus. Yeah. Stimmt, Timothy Weah. During those days, Tottenham Hotspur, that all we watch. So I love Tottenham, but I never played for them. Okay. And then I went to Chelsea because of a good friend, Viali. Viali asked me to come and help, and I wanted to help. But it doesn't matter. I was doing my job. It doesn't matter. Yeah. I was doing my job. So can you tell us who is winning the Ballon d'Or right now? Juventus, through all the years, with AC Milan. Well, that's my team. But when I'm at work, I have to do what I have to do. We all do. Jordan, it's time to reveal the successor to Lionel Messi. Here are the four finalists for the 2024 die vier Finalisten. Da gucken wir mal genauer hin. Rodri, Vinny, Jude Bellingham, Cavaral, Bellingham, Rodri, Vinicius Junior, oder? Drei Madridistas. Und davon zwei Spanier. It's now time to reveal the name of the 2024 der einzige, der da ist, Ballon d'Or winner. Ist Rodri. Explain once more. Der einzige Mann, der im Saal ist. Actually the same way as for the women's Ballon d'Or. These 100 journalists from the top 100 countries ranked in the FIFA submit their top 10 players of the season. Each position corresponds to a number of points, 50 points down to one. The player with the most points in the end wins the Ballon d'Or. Mr. George, please do us the honor. Yeah, Mr. George, please do us the honor. Und jetzt muss Rodri gleich seine Krücken nehmen. Verletzt, Kreuzbandriss und läuft die Bühne hoch. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik. Oh, Rodrik. Hat er sich verdient, der Rodri. Er hat es sich verdient. Und guck mal, wie Ruben Dias ihm hilft. Mats Hummels auch am Applaudieren. Rodri war diese Saison einfach der beste Spieler. Sehr, sehr stark. Aber freut mich für Rodri. Freut mich für ihn. Er hat
super Leistung gezeigt. Und Vinicius ist nicht im Hause. Wahrscheinlich wusste er vorher schon, dass Vinicius nicht gewinnt. Dementsprechend ist er nicht gekommen. Rodri hat sich verdient. The 68th Ballon d'Or of history, Rodri! Rodri, er kann jetzt tatsächlich nicht von diesem Fleck weg. Er hat seine Krücken nicht mehr dabei. Aber er steht da einfach. Sehr schön. Super. Starke Saison gespielt, Rodri. Alles richtig gemacht. Ich glaube, das richtige Trikot ausgewählt, hä? Show it again. It's yours. Show it again. It's yours. Yes. Enjoy. Enjoy this moment. Stark. Wie soll er jetzt zum Rednerpult kommen? Wo der Drop war fast den sehr wertvollen Ballon d'Or fallen lassen. Back over there, das war to the microphone to hear his few words after winning the 68th Ballon d'Or, ladies and gentlemen. Stark. What a huge big surprise for the room and for all the football lovers in the world. We want to hear those few first few words. Man hätte es schon daran erkennen können, als der Stuhl hingestellt wurde. Oh. Wenn er nicht vorher schon hingestellt wurde, sondern erst im Nachhinein. Der Europameister. Hör mir kurz, was er sagt, okay? Haben wir die Zeit noch? Incredible night for me today. Yeah. If you let me, I would like to speak in my language, in Spanish. Of my country, so yeah. Bueno, buenas noches a todos. Good evening, everybody. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. Warum spricht ihr so Spanisch? Kann gut Englisch. Thank many people for it. First of all, for football. And UEFA por estar aquí un año más. Giving me this award and for being again, for being here again. First of all, I'd like to thank all those who voted for me, who've put their trust in me. Today's a very special day, not just for me, but for my family, for my country. And first of all, I'd like to thank the most important person in the world for me, my girlfriend, Laura. Today is our 8th anniversary. Without her, things wouldn't have been the same. Thank you. A mi familia, por supuesto, my family, of course, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para the mí, values they've taught me, por lo que me ha ayudado desde el principio, all a they no represent for me, for having taught me the para right lo que soy, steps good. To take, amor, for helping me become una the man muy I am. Que es el que ha vivido es die Riesenspinne! I love and also que a very special person, my agent, Paulo. Of course, who would have told you that one day I would be here, up here, when you took me to the matches, to the games, with all your love, feeding my dreams. Evidentemente no me quiero olvidar de mis compañeros, entiendo que el fútbol es un deporte colectivo y sin ellos hoy no estaría aquí, Manchester City. Rup, a todo el staff, a los jugadores, a Rubén, gracias por estar aquí. Manchester City, para mí es thank muy you so especial, much sin vosotros here. Ya sé que no you're podía haberlo so special. Conseguido, I know I wouldn't have estoy en el que para mí es el mejor club del mundo. For me, this is the best club in the world. Yeah, for me, thanks to them, not. Things have been much easier. I'd like to thank the national team and Luis for trusting me for so long. And I want to mention my colleagues, my teammates with whom we won the Carvajal hat alles gewonnen. Champions League, Europa, Meister gewonnen. Lamin, Lamin, duro. Super Jahr gespielt. Absoluter Leistungsträger. This award. Soon. Madrid, Spanien.
Aber Rodri, my friend, this is not just a top team victory for me, but for Spanish football. So many players who didn't win, but who deserve it. Who should have been here? This is a victory of Spanish football. Especially my city, many friends have doy un poco de visibilidad a todos esos medio centros que tan importantes que ha habido en los últimos años, que quizás a veces tenemos un trabajo un poco ensombrecido, pero que Rodri. Hoy ha salido a la luz, que quería agradecer a todo el mundo el apoyo. Y bueno, por último, me gustaría contar una anécdota, que habla un poco del proceso que me ha llevado hasta aquí. The story that's led me here. When I was 17, I packed up my bags, my suitcases, and I went to Villarreal to fulfill a dream to work in the Premier League. And one day I said, that's it. I called my father, crying, telling him that it was all over, that I'd invested my life to get here, and I had the feeling that that was it. My father said, we've come all the way here, let's keep going, let's keep going. And this is something that changed my mindset, and here I am. I'm a normal kid with values, Patrick Lovett, who never gets obsessed with stereotypes. I know that hard work is what matters. Thank you very much. Congratulations. Super. Congratulations, Rodri. Ganz stark, Rodri. Ganz sauber. Top. Welcome to the Super. Legend of the Ballon d'Or Festival. Oh, was passiert da? The home of Ballon d'Or. Das will ich sehen, wie der hergestellt wird. Und dann spielen wir. Fußball. Yo siempre digo que ojalá que lo gane alguien español, porque creo que el fútbol español se merece un balón de oro. Me dedico muchísimo en sacar el mejor rendimiento de mí mismo para ganar colectivamente. Isn't that unbelievable player, so best midfield player in the current world, that is able to do everything. And the player of the tournament. So the tempo, the special, his character, you know, when the situation is going wrong, he can step forward, arrive to the box. The backwards and the ability to play the short or long. Klasse. Entender mejor el juego, evidentemente, tendría una ventaja sobre el resto. A partir de ese momento, tenía que construir lo que sería mi figura como jugador si quería llegar. Yeah, what a sign. Manchester City signed a player that is difficult to understand what we have done the recent years without him. It would have been difficult. A man who seems simply always to be where he needs to be. Stark, Rodri. Super. Super Saison gespielt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Premier League gewonnen, okay. Auch nicht so einfach mit City. Europameister geworden. Schade. Sehr gut. Rodri, a defense team between the winning the Ballon d'Or. That's rare. Statistics plays a huge role in football today. But of course. That makes you a special Ballon d'Or, and this makes it a bit more incredible. Yeah, I mean, I always said that one of my key things is I always try to improve every day, you know, try to develop my game. Mm-hmm. And yeah, I was a traditional midfielder, but once I realized that if I want to get better, I have to do better in the last third, you know, assists, goals, and that's why
In the last years, my presence in that sense, in terms of goals, and it's been increased. It's something you have to be mindset in to improve. Wirklich relativ komplett, weil er auch einen super Schuss hat. And yeah, I think it's a modern holding midfielder role. You know, back in the 2000, I don't think they have that role, but now Pep just always. You have to be like a striker, you know, because we play also in always in the frontal area. Yeah, that's it. But yeah, I think that's the key to try to develop every game. Very good. Rodri, we want to know because you shine through when we hear you, your discretion and your authenticity. We want to know a bit more about you. How are you? Who is Rodri outside the pitch? Well, I know because the social media, and I understand that the people don't know me much, but I'm just a normal guy. I try to enjoy the sport, enjoy my profession, try to be the best version of myself every day. Try to be a good person with my teammates, try to be a leader in the fact that if I can be, you know, try to improve and learn every day from the best. Okay. And this is my role. I'm a very calm person until I get upset. But I think this is the main thing. Normal guy, try to say to the kids that you don't need to be, crazy, or you can be a normal guy. Try to do your best, and of course. And I want to thank God because with these values, with this perseverance, at the end He gives you back. You know. This is a nice message for the children. Thank you. Thank you. Rodri, I have another question, but before that, stell noch eine letzte Frage und dann ist ja auch Feierabend für heute, okay? Yeah, feeling much better, of course. Big injury for me. You know, it's part of life of sport. We, as you know, footballers, we have that risk, and it's the first time in my career. So I just trying to take care of myself, try to look the best part of this, try to enjoy with my family, the free time, try to rest a little bit, to be honest. And yeah, try to be positive, to recover good and come back stronger. I think you have a good excuse to be positive. Yeah. So, how are you going to celebrate this Ballon d'Or tonight? Of course, with the people that love me, with the people that has been with me in the bad moments, especially, and that would be the key. You want to sleep with it? Yeah. Sorry? Super. Are you going to sleep with it? Yeah, see. 100% yes. Next to it. Of course. Natürlich nimmt er das Ding mit ins Bett. Rodri, let's reveal the podium of this 2024 Ballon d'Or France Football together. You are ahead of two Real Madrid players, Vinicius Junior and Jude Bellingham. Both had extraordinary this season. Does that make your victory maybe shine even brighter tonight? See it. Sorry, can you repeat? Does that make seeing this podium, does that make this victory even more special tonight? No. Yeah, it is. It is. I mean, you know, I said it last year, you know, with the players that surround me, amazing players, as you can see, at the highest level, so young. They have all the future in their hands. And yeah, so proud, you know, to be elected as the best in front of these guys. So yeah, I just want to say thank you again to the people that recognize my value in the game. And yeah, as I said, I'm pretty happy for me and for my country. Amazing. Rodri, George. It's time to say goodbye. Yeah. Aitana, could you please join us for a picture? Yeah, of course, for the picture. Super, hat Spaß gemacht. We will capture this. Hat Spaß gemacht, mit den Leuten sich das Ganze anzuschauen. Wunderbar, Rodri hat es verdient. Wahrscheinlich auch am Ende des Abends ist Rodri der deutlich sympathische Gewinner. Als Vinicius Junior, das haben viele Vertreter aus scheinbar den 100 interessantesten Ländern der Welt auch so gesehen. Die Vertreter haben das gewählt aus den vereinzelten Ländern und Vinicius hat viele Faxen oftmals auf dem Platz gemacht. Das hat ihm vielleicht auch am Ende des Abends hier diesen Ballon d'Or gekostet. Wer weiß. Rodri auf jeden Fall der sympathischere Gewinner. Hat er sich verdient und ich bin natürlich sehr froh, dass wir Rodri selber auch in unserem eigenen Team haben. Nur leider die Laie läuft aus in wenigen Spielen. In zwei, um genau zu sein. So, da werden jetzt auch Fotos geschossen. Das ist auch in Ordnung. Das können wir gerne machen. Dann gibt es noch was dazu. Ein kleines Kärtchen. Kleiner Umschlag.
Und wir gehen rein in unser erstes Spiel am heutigen Abend. Jetzt hätte ich es gewusst, ne, mit dem City-Trikot. Irgendwie bin ich schon drauf gekommen. Ah, er hat einen MAP gezogen. Super, freut mich für ihn. Abedi Pelé gezogen und Snyder gezogen. Wir können ja auch mal mit unserem Crespo, mit unserem Henrik Larsson um die Ecke kommen. Vielleicht werden die Gegner dann auch eingeschüchtert. Wer weiß. Dieselbe Taktik, die wir gestern Abend schon gespielt haben. 4-3-2-1. Wir versuchen das Ganze wieder ein bisschen zu implementieren. Wir versuchen ein bisschen besser zu werden mit dem Team. Unter anderem mit dem Ballon d'Or-Gewinner Rodri, der jetzt hier den Weg nach vorne sucht. Rodri. Schöner Ball auf Salah. Erste gute Chance eingeleitet von Rodri. Super. Genauso kann es gehen. Und deswegen ist Rodri auch verdient da, wo er ist. Aus meiner Sicht zumindest. Ecke gibt's. Frankie de Jong. Steht gar keiner. Rodri nochmal rein in die Box. Da steht keiner. Oh, oh. Gefährlich. Mickey van de Ven. Rodri, Alaba, van de Ven. Und wieder ab durch die Mitte. Links ist Holmenson. Vorne Robert Lewandowski. Lever. Schade. Bellingham mit einem guten Laufweg an sich. Ball muss halt dann nur ankommen. Damit wir auch fertig aufs Tor zulaufen können. Mbappé. Sagt sehr früh den Abschluss. Hat doch eigentlich Tempo. Eigentlich kann Mbappé da laufen. Mir soll es egal sein. Mir ist es so lieber, wenn er aus uns wieder einen Abschluss sucht, als wenn er noch ein bisschen mehr aufs Tor läuft. Ach, komm mal. Nächster Schuss aus der Distanz, das ist Rafinha. Der ist versucht. Und jetzt ist die Fahne oben bei Robert Lewandowski. Schon wieder abseits. Super schade. Aber wir kommen näher dran. Heuminson. Kein guter Ball in die Mitte. Aber auch der Laufweg nicht optimal von Jude Bellingham. Van de Ven. Macht das souverän gegen Kylian Mbappé. Alaba, Son, Bellingham. Und wieder wäre da Platz gewesen für Mo Salah, wenn der Ball denn durchkommt. Könnte auch eine leichte Abseitsposition wieder gewesen sein. Mbappé, das ist ein guter Laufweg und er trifft zum 1-0. So einfach kann es dann natürlich gehen. Gegen Kylian Mbappé. Eine Aktion reicht aus und der Ball liegt im Netz. Kommt nicht durch mit seinem Dribbling. Wie so häufig. Wir können einfach kaum in 1 gegen 1 Duelle reingehen. Nächste Gelegenheit Mbappé. Und jetzt Platz für Bellingham. Vorne Lewandowski. Das kann nicht sein, dass da Van Dijk noch einen Fuß zwischenkriegt. Ey Jungs, ihr müsst die Bälle so spielen, dass die nicht abgefangen werden können. Das kann nicht wahr sein. Dass du den Ball nicht an den Mann bekommst. Wie kriegt Van Dijk da denn noch einen Fuß dazwischen? Das geht nicht. Alter Schwede, ey. Oh, meine Güte, nee. Jungs, was macht ihr da vorne? Wieder Virgil van Dijk. Rodri verliert immer an Lautaro Martinez. Wieder Mbappé. Das ist zu einfach. Das sind zu einfache Fehler. Wichtiger Block von Van de Ven. Lorenzo rückt mit nach vorne auf. Rodri muss raus. Rodri hat den Ball. Bellingham.
Und wieder Fellamondi. Machen hier kein schlechtes Spiel mit der Taktik. Aber wir kommen vorne so durch die letzte Kette, durch die letzte Reihe nicht wirklich durch. Wieder Bellingham. Jetzt vielleicht mal der nächste Abschluss. Zu zentral auf Alisson Becker. Aber so kann es gehen. Da sind Lücken da. Wir müssen es nur gekonnt runterspielen. Van der Ven. Vielleicht wieder ein bisschen zu schnell nach vorne gespielt, aber auch nur vielleicht. Salah über die rechte Seite. Kommt er da dran? Nein. Bellomundi schneller. Modri. Super. Genau da soll er den Ball nicht hinspielen. Genau da soll er den Ball nicht hinspielen. Mann, Leute. Da steht halt auch eigentlich immer mal wieder einer frei. Und ich spiele die Bälle halt genau da nicht rein, wo ich sie haben will. Der soll hochgespielt werden. Okay, kommt auch an. Links ist David Alaba jetzt erstmal. Alaba, Alaba. Und er läuft ins Tor. Boah, ist das ätzend hier. Fühlt sich irgendwie schon wieder so ein bisschen so an, als hätten wir wieder einen Delay von hier bis nach Moskau. Wo ich bedenke, wie kann das eigentlich schon wieder sein? Die Einstellung hier Bewegungsfreiheit auf Rodri haben, ist nicht optimal. Dann lieber bei De Jong. Dann lieber bei De Jong. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass der so ein bisschen freier sich orientieren kann. Halbzeit 2. Weiter geht's. Hey! Jungs, wir sind hier auf Kurs in Liga 2. Wir müssen halt nur gewinnen. Zwei Spiele hintereinander. Oder unentschieden. Klar, hilft natürlich auch immer weiter. Die Chancen hatten wir durchaus schon, da mal durch die Abwehr durchzukommen. Aber immer wieder auch solche Szenen von Kylian Mbappé. Die es natürlich nicht unbedingt einfacher machen, das Spiel hier für uns zu entscheiden. Rodri, sehr gut. Genau da soll er stehen. Son. Bellingham läuft. Kriegt den Ball nicht. Paul an Heumann Son. Mal kurz. Mbappé. Mbappé nicht ans Laufen kommen lassen, Mbappé. Jules Koundé ist da. Komm schon, Son. Vinny hätte es so verdient. Das will ich nicht abstreiten. Das will ich nicht abstreiten. Aber für mich der sympathischere Gewinner ist doch Rodri. Für mich ist doch die sympathische Wahl dann irgendwo getroffen worden am heutigen Abend. Aber klar, hat schon nicht schlecht gespielt wie Vinicius. So ist es nicht. Hätte sich es auch verdient gehabt. Vorne ist Son. Eigentlich wäre der Ball schlauer für Lewandowski gewesen. Salah, Salah. Lewandowski wieder als Virgil van Dijk dazwischen. Ich frag mich, wie jedes Mal Virgil van Dijk da noch einen Fuß reinkriegt. Das ist echt unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Salah wieder über die rechte Seite. Und der ist nicht gut gespielt auf Bellingham. Nochmal Salah, nochmal Salah, nochmal Salah. Er bleibt am Ball. Und jetzt Son. Seine Gelegenheit, Heung-min wartet zu lange, kriegt er den im Tor unter. Was machst du da, Heung-min? Das kann nicht wahr sein. Das Tor ist leer und der schießt den Ball neben das Tor. Vinicius. Nein, Mbappé ist es. Zum 2-0. Ach Mann, ey. Wenn du die Chance vorne nicht nutzt, kriegst du genau die Bälle hinten rein. Es ist unglaublich. Wie kannst du diesen Ball vorne nicht nutzen? Das war ein rotes Time Finish. Richtig, muss ich mir eingestehen. Warum? Weil ich gedacht habe, er hat die Schusstaste noch nicht angenommen gehabt. Und jetzt steht es 0-2 anstatt 1-1. Der maximal beschissenste Verlauf, den das Spiel hätte nehmen können. Alaba mit einer sehr, sehr schwachen Grätsche. Wieder Kylian Mbappé. Mickey van de Ven ist da. Und der nächste Ball, der weg ist. Und fast steht es dran. GG's an Rodri. Das auf jeden Fall. Ist ein fairer Gewinner. Hey, der eine hat Premier League gewonnen, der eine ist Europameister geworden, der andere hat Champions League gewonnen, der andere La Liga. Beide gut, aber eigentlich konnte man das am Nachmittag natürlich dann auch schon nachvollziehen, als die Nachrichten ans Tageslicht kamen, dass Vinicius Junior bzw. kein einziger Spieler von Real Madrid dort auftauchen wird, kein einziger dort gesichtet wurde. Da konnte man schon erahnen, oh, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da ist doch irgendwas faul, wenn kein Madridista anreist in Paris. Da ist irgendwas faul. Und so ist es dann im Endeffekt auch gelaufen. Klar, warum sollst du da anreisen, wenn du das Ding eh nicht gewinnst? Das haben sich die Jungs wahrscheinlich gedacht. Wir nehmen Lewandowski mal raus. Bellingham bleibt auf der 10 als Schattenstürmer. Weiß nicht, was wir hier noch machen sollen. Wir hatten echt die anderen noch eine gute Chance, aber wir haben es nicht hinbekommen, den Ball über die Linie zu drücken. Ecke gibt es jetzt, Frankie de Jong. Da ist Rodri! Und deswegen hat er den Ballon d'Or gewonnen. Weil er nicht nur hinten aufräumt, sondern vorne auch noch Tore erzielt. Salah über rechts. Griezmann kommt nicht dran, gibt die nächste Ecke. Ausgeführt von Antoine Griezmann, wir brauchen jetzt hier einen Linksfuß. Wo ist Rodri? Da ist Mickey van de Ven, auch die Ecke ist gut! Auch die Ecke ist drin! Zwei Tore nach Standardsituation. Rodri und Mickey van de Ven. Was ist das denn für ein Breakdance? Hilfe. Aber er steigt wieder am höchsten. Mickey van de Ven mit seinen 1,93. Spiel ist wieder offen. Und Heung-min kommt über die linke Seite. Di Lorenzo. Steht gut, Rodri. Abseits. 12 Minuten noch auf der Uhr. Was geht hier noch in dem Spiel? Platz für Son. Bellingham bringt sich in Position. Jude Bellingham. Wieder Lorenzo. Guter Ball auf Mbappé, Mbappé, das gibt's doch nicht, das gibt es doch nicht. Der kommt da nicht mal mehr mit Tempo durch, weil wir es gut zustellen. Ist voll im Lauf. Ist voll im Lauf. Haut er das Ding da oben so in den Knick rein.
kann echt nicht wahr sein. Griezmann. Like, nochmal Griezmann. Guter Ball auf Salah. Rüdiger. Und dann ist Griezmann als letzter am Ball dran. Vier Minuten noch zu spielen. Macht Druck, Heumannsson. Macht Druck. Heumannsson macht Druck. In der Mitte ist Griezmann. Was ist denn mit den Pässen los? Ey, das kann nicht wahr sein. Stark Rodri, was macht Son denn da? Ey, Mann! Alles nicht wahr sein. Die können vorne keinen gescheiten Pass spielen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir treffen jedes Mal die falsche Entscheidung. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, nee. Das ist schon wieder so dermaßen nervig, dieses Spiel. Ich weiß nicht, was hier los ist, auch in dieser Szene. Was ist das für eine Scheiße jetzt hier schon wieder? Mach doch einfach die Benutzeroberfläche weg und dann ist gut. Rodri fängt den Ball hier ab. Son. Nochmal Rodri. So, und warum diese Eingaben? Warum funktionieren die so delayed? Warum kann ich die nicht canceln? Warum passiert da immer so ein Müll? Natürlich will ich nicht mit Son den Ball da reinspielen. Ich dachte, Rodri kriegt den Ball, dann habe ich das Ding gecancelt und Son spielt den Ball trotzdem. Und das Ding davor auch noch. Warum kommt der nicht an? Der Mann hat 5 Sterne schwacher Fuß. Da, das kann nicht wahr sein. Wie soll ich den Ball noch spielen? Spiele ich ihn mit Dreieck? Kommt der Rechtsverteidiger, Linksverteidiger dran? Oder der Torhüter? Spiele ich mir nicht R1X? Kommt er nicht an? Er kommt nicht an. Er kommt nicht an. Ich weiß, was soll ich noch machen? Das muss keine Niederlage sein hier. Wären schön nochmal nach oben gerutscht, hätten gleich ein Aufstiegsspiel gehabt. Zack. Wieder vergeben. Boah, es ist so zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen, wirklich. So zum Kotzen. Meine Güte, nee. Natürlich kann man sich in den Packs keine gute Laune holen. Das ist nichts Neues. Da kostet Rode jetzt mittlerweile. Wir müssten den gleich kaufen, aber ich glaube, wir schaffen es preislich gar nicht. Der müsste über 40.000 kosten. Vor allem. Jetzt, wo er den Ballon nur gewonnen hat. Ja, 43.000. Gut, freut mich. Nächstes Spiel. So richtig rund läuft es leider auch mit der Taktik nicht wirklich. Auch hiermit nicht. Das bringt mir auch nichts, wenn ich die irgendwie auf Außenverteidiger stelle. Ne? Bringt mir das was?
Wir wechseln dann noch so ein bisschen rum. Gucken wir mal, was wir da machen können. Balance. So. Kurze Pässe vielleicht mal. Hier wird das nicht gespeichert. Kurze Pässe und hoch, okay. Schauen wir mal ins nächste Spiel rein. So Mäusemelken, ey, wirklich. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. Hätte schön im Ausstiegsspiel drin sein können jetzt. Hätte man super machen können. Auch da steht Rodri auf der Doppel-6 mit Barrea. 4-2-3-1 System gegen 4-2-3-1. Ganz klassische Systeme gegeneinander. Bessere Mannschaft haben wir eigentlich. Zumindest spielerisch, von den Namen her. Spiel 2 am Oettinger am Start jetzt. Lewandowski. Van de Ven. De Jong. Salah, gut abgefangen. Dude ist anspielbereit. Alaba steht da. Rodri, Bellingham. Saliba holt sich den Ball. Saliba, alleine auf dem Weg. Wohin? Könnte einer für Koundé sein, ist es nicht. Stark, De Jong. Kurze Pässe könnte gar nicht so eine schlechte Einstellung sein, ja? Weil die Jungs sich ganz gut dann für diese kurzen Bälle halt eben anbieten und wir dann vielleicht ganz gutes Tiki-Taka-Spiel aufbauen könnten. Alles erstmal ein Fragezeichen und in Frage gestellt, aber die Idee könnte erstmal funktionieren. De Jong, Lewandowski vorne. Kommt der Ball nicht hin, Son. Alaba überläuft. Flanke kommt, Alaba auf Lewandowski. Guter Flankenball. Geht dann aber doch anderthalb Meter, zwei Meter über den Kasten drüber. Dieser Kopfball von Robert. Trotzdem guter Angriff. Ruhig ausgespielt, so soll es sein. Moise Kean. Kein Problem für Rüdiger, der steht wieder unheimlich stabil da hinten. Ist weg. Also. Son. Hat so seine Probleme gegen Di Lorenzo, auch wenn er eigentlich schon vorbei ist. Ist es oftmals trotzdem so, dass Di Lorenzo irgendwie doch noch drankommt. Alaba. Rodri. Bellingham. Ball rechts raus zu Jules Koundé. Genau, Rodri bietet sich wieder an. Genauso soll es sein. Wir brauchen immer wieder eine Anspielstation. Sonst kommen wir hier nicht voran. Son. Bellingham wollte eigentlich durchlaufen. Den Lauf wird nicht bis zum Ende durchgemacht. Irgendwie kann der Gegner den Ball sichern. Frag mich nicht wie. Ball raus. Die rechte Seite. Rodri, super abgefangen. Ballbesitzphase für den Gegner. Rodri wieder dazwischen. Macht er gut. Ball rüber
zu Salah. Koundé kommt ein bisschen mitgelaufen. Auch der könnte mal flanken. Ball in die Mitte ist nicht gut für Salah. Ah, direkt wieder Druck drauf. Gutes Gegenpressing da von Lewandowski. In der Mitte fehlt wieder einer. Also er findet die nötigen Lösungen, wenn wir ein bisschen Druck vorne ausüben. Er hat die Anspielstation vorne in der Mitte oder auf den Außenbahnen frei. Er findet Mittel und Wege, sich daraus zu lösen. Das ist ja keine Druckphase von vorne. Ich denke, Pressing macht er gar nicht schlecht. Ja, bis zu den Flügeln klappt es dann ganz gut und dann stehen wir vorne mit Salah oder mit Son und was passiert dann, ne? Dann ist wenig Bewegung nur noch drin. Dann sind natürlich auch wenig Spieler nur noch dabei, die sich mit vorne anbieten. Muss man auch so sagen. Hier, da kommt wenig nur noch zustande. Lewandowski und der nächste Ball, der weg ist. Rodri fängt das Ding ab. Also da klappt im letzten Drittel bis dato wirklich wenig. Rodri holt sich mal den Ball. Sehr gut. Son mit einem Abschluss. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ederson ist da. Machen es eigentlich gegen den Ball zumindest. Ziemlich anständig. Wie gesagt, nach vorne fehlt es dann noch an Lösung. Gegen den Ball ist das gut. Mickey van de Ven. Lässt nichts anbrennen, holt sich den Ball sofort zurück. Rodri, Bellingham. Son müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen mitlaufen. Son, Alaba, die können den doch eigentlich ausspielen auf der linken Seite. Und Alaba geht wieder mit nach hinten. Und wieder keine Anspielgelegenheit. Es ist eng. Es ist super eng im Mittelfeld. Wir wissen nicht, wohin mit dem Ball. Salah kann auch nicht alleine aufs Tor gehen. Du kannst da nicht durchdribbeln. Also, es steht 0:0 nach 45 Minuten. Offensiv echt mau. Aber auf beiden Seiten. Und für beide Teams. Spiel breit machen. Ja, wie sollen wir das machen? Müsste ich wahrscheinlich schon Salah irgendwie auf den Flügel stellen. Und das Spiel mal ein bisschen breiter ziehen können. Spiel breit machen, ja, aber die Jungs stehen halt. Dadurch, dass sie Innensturmprofi plus haben, relativ weit innen. Stehen relativ weit innen und nicht so ganz außen, ne? Alaba, Mickey van de Ven. Lewandowski. Bellingham. Nein. Okay, der Ball kommt nicht durch. Kannst du natürlich auch so durch den Rechtsverteidiger dann nicht durchspielen, ne? Den Ball. Funktioniert aber nicht. Son kann vielleicht da mal ein bisschen Tempo aufnehmen und schon ist wieder Saliba da. Lewandowski. Könnte eigentlich einer für dich sein. Van der Ven, gut gemacht.
Ein Sechser läuft immer nach vorne, soll das heißen. Der eine Sechser soll bitte Frankie de Jong heißen. Meinetwegen Rory, mir soll es egal sein. Ja, wenn mal ein Sechser mit nach vorne kommen würde. Wäre ja schon mal was. Es gab natürlich hier keinen Sechser mit nach vorne kommen. Stehen beide auf Absicherung. Wird keiner mit nach vorne kommen. Den Weg macht Rodri nicht besser lassen. Er bleibt schön in der Mitte. Den Weg macht er damit nicht mit hin. Alaba, wo bist du denn da? In der Mitte auf einmal. Okay. Nächster Fehlpass nach vorne. Und wenn wir jetzt gleich ein Tor kassieren, dann sehe ich aber mal so dermaßen schwarz mit diesem Team. Aber bis dato steht die Verteidigung eigentlich recht sicher. Und wieder. Wir nehmen den Ball so an, dass der Gegner uns den Ball sofort abnehmen kann. Salah. Abseits. Boah, ey, es ist so super wild, ne? Was wir hier spielen, ey. Das kannst du dir nicht mit angucken. Du kannst es dir nicht angucken. Alles schön und gut. Auch hier läuft mittlerweile nicht mehr so viel. Absicherung. Wo läuft er dann mal ein bisschen mit nach vorne? Tiefstehender Motor, Bewegungsfreiheit. Machen wir mal so. Und er macht hier normalen Außenverteidiger. Stell den mal da auf den Flügel. Du kannst es dir nicht mit angucken, ey. Das ist so eine schwere... Das ist für, fühlt sich für mich beim Spielen schon nach einer ganz, ganz schweren Kost an. Ganz, 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 ganz schwere Kost. Oh mein Gott. Wieder weg. Und wieder da. Jetzt vielleicht Masala, wieder abseits. Ball annehmen und wegdrehen vom Gegner. Ich werde es probieren. Micky van der Ven. Son zieht wieder viel zu früh in die Mitte. Das ist halt die Innensturm-Plus-Variante. Jetzt Masala. Jetzt hätte er nach innen ziehen müssen. Macht er nicht. Oh Mann, ey. Rodri holt sich den Ball im Mittelfeld. Allerdings beim Gegner. Barella hat ein bisschen Platz. Ja, Doppel-6 plus 4-Rakette steht halt gut. Also da ist halt auch wirklich wenig Durchkommen. Da sehe ich dann aber auch kein Durchkommen für den Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieder. Wir haben uns eigentlich vom Gegner weggedreht. Und jetzt gibt es die Chance. Und jetzt gibt es wahrscheinlich ein Riesending für den Gegner. Bleibt beim 0-0. Wir nehmen jetzt mal Robert Lewandowski raus. Wir bringen einen neuen Zehner mit Nate Junior. Und wir nehmen De Jong raus, Bellingham. Auch wenn der jetzt nicht auf der Position ist, wird er da jetzt spielen einfach. Auf der Sechser-Position. Ist nicht seine angestammte Posi, aber aus meiner Sicht kann er das trotzdem gut ausführen. Wenn Modric das kann, kann Bellingham das dreimal. Nächster Fehlpass, der ziemlich unnötig ist und der sehr gefährlich werden kann. Jetzt hat er sich ein bisschen drehen und wenden müssen. Langer Ball. Alisson ist da. Oben ist Salah. Was geht hier noch? Oh mein Gott. Leute. Und ich will diese Fehlpässe ja nicht mal mehr spielen. Und ich glaube, ich bin manchmal einen Schritt fast schon zu weit und will dann den Stick schon rumreißen auf den nächsten Gegner. Und dann nimmt er aber den noch an, diesen letzten Pass. Jetzt vielleicht mal Lewandowski vorne. Rausgeklärt nochmal Bellingham. Ein Abschluss. Gefühlt der erste in Halbzeit 2.
von Jude Bellingham. Und auch der war nicht allzu schwer vom Gegner zu entschärfen. Bellingham. Son. Son. Und wieder kommt er nicht durch. Wir bleiben an alles und jedem hängen. Wir kommen nicht durch. Rüdiger verteidigt nicht gut. Rüdiger hat die Lücke aufgemacht und es steht 1-0. Und das ist unser Spiel. Wir kassieren in der 88 das 1-0 und wir haben einen so schlechten Fußball gespielt nach vorne. Und verliere dieses Spiel durch solche Dinger. Das kann nicht wahr sein. Es ist so frustrierend, weil nichts funktioniert hier. Gar nichts. Ey, wir haben 2 Schüsse aufs Tor gefühlt. Der Gegner hat auch einen. Aber der war drin. Boah. Ist das kacke, ey. Nee, Mann. Die Taktik funktioniert nicht. So leid es mir tut, so gerne ich sie spielen würde, auch die Taktik funktioniert nicht. Wir sehen es doch. Es funktioniert nicht. Es funktioniert leider nicht. Es tut mir leid. Auch das funktioniert nicht. Es geht nicht auf. Wir kommen nicht nach vorne. Geht nicht. So gerne ich sie spielen würde. Und so schön es taktisch eigentlich auch aussieht. Ein wirklich allerletztes Spiel machen wir, aber nicht in der Taktik, nicht in der Formation. Wir gehen aufs alte System. 4-4-2. Ob es damit besser läuft, ich wage es zu bezweifeln. Ich wage es zu bezweifeln. Boah, ey. So eine harte Kost ist das. Das ist so eine harte Kost. Wirklich, ganz, ganz, ganz. Trockenes Brot ist das. Ganz trockenes Brot. Wenn wir zumindest die Leute mal ein bisschen weiter außen stehen. Glaube ich zumindest. Snickers, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ja, genau diese Wut kann ich verstehen. Und jedes Mal dasselbe kann ich auch verstehen. Was, darüber bist du wütend, Snickers, dass Vinicius um den Ballon d'Or betrogen wurde? Das ist nicht dein Ernst. Doch nicht darüber. Hierüber, darüber bin ich richtig wütend. Da, das macht mich sauer. Das macht mich sauer. Ob Vinny da jetzt seinen Ballon d'Or kriegt oder nicht, naja. Ich hab's heute schon ein paar Mal gesagt, die sympathischere Wahl ist definitiv Rodri gewesen und dementsprechend bin ich da auch an sich vollkommen mit zufrieden. Vinicius mit seinen ganzen Späßchen auf dem Platz, das muss nicht immer sein. Es wird ja gewählt von Journalisten, die sich alle natürlich den hochklassigen Fußball von allen Top-Top-Teams angeschaut haben. Und wahrscheinlich fanden die meisten Journalisten dann auch Rodri am Ende des Tages sympathischer. Es ging wahrscheinlich nicht unbedingt ums Fußballerische, weil die beide auf dem Top-Top-Niveau dieses Jahr gespielt haben. Sowohl Rodri als auch Vinny. Aber wahrscheinlich hat die Sympathie am Ende den Ausschlag gegeben bei dem einen oder anderen. Und es fängt ganz schlecht an. Nie im Leben ist Crespo ein guter Spieler. Das heißt, wenn Crespo ein guter Spieler wäre, ich würde ihn nicht spielen. Es gab 50 verschiedene Ikonen, die ich lieber gehabt hätte als Hernan Crespo. Und 3, die ich weniger gerne gehabt hätte als Crespo. Und eben Crespo. Ja, kriegen halt leider wieder nur das Minimale. Das Minimum haben wir noch rausgeholt. Schade eigentlich.
Links, Son. Das Spiel ist hier auf jeden Fall schon mal breiter. Son wieder auf Griezmann. Griezmann auf Lewandowski. Schuss geblockt. Aus der Drehung in den Fuß des Gegners. Mit Hunter war der gut. Ich weiß nicht. Bei mir ist gerade generell weder irgendein Spieler noch irgendeine Taktik gut. Außer vielleicht Robert Lewandowski. Außer Robert Lewandowski. Bisschen glücklich, dass er den Ball erneut auf den Fuß bekommt, aber der Abschluss mit links war dann ziemlich trocken, unten rechts rein. Zu weit weg, wieder zu weit weg. Marinette Pichon trifft zum 1:1 wenige Minuten nach dem Führungstreffer von Lewandowski. Stell dich nicht so ins Abseits ran, Lewandowski. Ey, der steht 3, 4, 5 Sekunden im Abseits da vorne. Und findet seinen Meister erneut, den Jogo Dalot. Pichon. Wörter. Alaba noch dran. Links ist Holmenson. So, und der hat ein bisschen Platz. Oh. Wie die alle ins Abseits vorne gelaufen. Außer Frank de Jong. Ey, das ist so wild, ne? Die laufen alle einfach nur schnurstracks nach vorne. Das ist so wild. Alle einfach ins Abseits reingelaufen nach vorne. Das interessiert die überhaupt nicht. Ob wir da wen anspielen können oder Peng. Vollkommen scheißegal. Son, Lever, Doppelpass. Son. Weder Lever. Mascherano. Wenn man ehrlich ist, haben wir es aber auch mit einer solchen Spielweise nicht verdient, in Liga 2 zu sein. Ganz einfach, ne? Wenn man ganz ehrlich ist, haben wir es so auch einfach nicht verdient. Pichon. Van de Ven bleibt sehr, sehr ruhig in der Art und Weise des Verteidigens. Macht es gut zu, die Lücke. Wieder links raus, Son. Lever. Nächster Abschluss, den Van Dijk blockt. Lamine Jamal. Lamine Jamal auf Pichon, die macht vorne. Ganz viel. Die sorgt für ziemlich viel Unruhe, Frau Pichon. Und Alaba klärt. Ich weiß gar nicht, wie er so gut in den Dribblings hier zurechtkommt. Wir kommen da überhaupt gar nicht klar. In Dribblings.
Da, guck mal, um die eigene Achse gedreht. Nochmal ein Schlenker, nochmal einen Trick, nochmal eine Finte. Und funktioniert. Salah, Griezmann. Griezmann kann aufdrehen und macht das Tor zum 2-1. 46. Minute. Das ist natürlich eine absolut individuelle Klasse von Antoine Griezmann. In der Drehung der Ball schön mit einem Kontakt auf den linken gelegt und super bewertet. Pause. 2-1 Führung. Das ist die individuelle Klasse eines Antoine Griezmanns, die ich vielleicht auch in anderen Teams etwas vermissen lasse. Lewandowski als Einzelspitze finde ich ihn eigentlich besser, aber mit Griezmann hier macht er halt auch gar nicht mal so einen schlechten Job. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir auch Ballon steht. Wir machen mal kurze Pässe und wir machen mal. Eine noch höher stehende Abwehrkette. Herz nicht angenommen, richtig? Oh ja. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Langsam zurück, haben wir jetzt zwar eine Pause für verschwendet, aber gar kein Thema, wir haben ja genug Pausen. Halbzeit 2. Nun bitte. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass wir so hoch stehen, weiß ich nicht. Vielleicht. Mal in den Gegner reingedribbelt. Ist das krass. Wir lernen es auch nicht. Ich lerne es nicht. Immer wieder dasselbe. Immer wieder das. Immer wieder in den Gegner reindribbeln. Lernen es einfach nicht. Lauf mal, Holmundson. Laufen. Zu spät. Nächstes Mal vielleicht. Abseits. Ja. Schon. Geht aber auch dadurch. Kleine, quirlige Stürmerin aus Frankreich. Griezmann, Zorn. Und der zweite Ball bei Lewandowski. Der war nicht gut gespielt, dementsprechend der nächste Ballverlust abgefangen. Dieser Steilpass. Und Virgil van Dijk. Mit der etwas höher stehenden Verteidigung könnte mir gleich um die Ohren fliegen. Ich glaube, wir müssen das gleich ein bisschen zurückstellen wieder. Das könnte gleich wirklich mir um die Ohren fliegen. Ist nicht gut. Griezmann. Griezmann. Ach, wo ist Lewandowski da vorne? Er läuft und läuft und läuft und läuft einfach ins Abseits rein. Ich verstehe es nicht.
Busy on an... Nicht Mattes Tales. Busy on an... Can't get enough. Dankeschön an Jungle mit Busy on an... So, das letzte 78x2 für den heutigen Abend, bevor wir einen interessanten und spannenden Fußballabend abschließen werden mit einer Preisverleihung, mit dem ein oder anderen Spiel, was wir auch so noch gemacht haben in der Liga. Großartige Erkenntnisse gibt es da meinerseits, aber auch am Voting-Abend wieder nicht, außer dass wir wahrscheinlich von einer Formation wieder weggerückt sind, von der 4-2-3-1, anstatt zu der Formation gefunden haben. Sind jetzt hinten raus wieder aus 4-4-2 gegangen. Das hat dann doch wieder besser geklappt, also es gibt aktuell nicht eine einzige Formation, die wir einigermaßen gut spielen können. Wir haben ein paar Spieler im Verein. Wir können ein bisschen was damit machen. Wir haben einen Spielerpool, den ich jetzt auch getestet habe, die ich allesamt auch gut finde. Also wir haben 12, 13, 14, 15 Spieler, die wir alle in der Startelf packen könnten. So, aber irgendwie kriegen wir aus den Jungs, die mir so zur Verfügung stehen, keine gescheite Mannschaft in keiner gescheiten Formation formiert. Und dementsprechend müssen wir irgendwie alles so lassen, wie es erstmal ist. Kann sich natürlich nichts ändern. Wir müssen immer wieder was rumprobieren. Son ein bisschen nach vorne schieben, Salah nach hinten, Salah weiter nach außen, Salah weiter nach innen, Son in Sturm, Son nach hinten. Wir können immer nur ausprobieren und hoffen, dass irgendwann mal das Klick macht und das einfach mal funktioniert. Das lief erstmal solide. Wir haben zumindest die 8 Siege geholt jetzt am Wochenende mit diesem Team. Damit kann man erstmal drauf aufbauen. Ich denke mal, sind ein paar gute Namen ja auch dabei und versuche jetzt erstmal irgendwie in Liga 2 zu kommen und die 45 Punkte jetzt noch bis Donnerstag zu verdienen. Und schauen wir mal, was noch für Karten auf den Markt kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann können wir dementsprechend die Mannschaft auch irgendwann mal anderweitig noch verbessern. Aktuell stehen wir echt auf dem Schlauch seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen. Da ist wenig zu holen. Müssen wir mal gucken, wo sich das Ganze hinbegibt. Für heute Abend machen wir erstmal Schluss. Morgen Abend ist, glaube ich, DFB-Pokal. Werde ich mir aber nur so nebenbei anschauen, mal mir ein paar Ergebnisse angucken. Also ab 22 Uhr sehen wir uns hier dann auch wieder natürlich mit dieser Mannschaft, mit Spielen und ohne Packs. Weil wir haben alles, was wir im Verein hatten, gnadenlos aufgebraucht. Da ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr im Verein zu finden. Außer ein paar gute Spieler, aber an SBC-Futter ist alles weg. Von daher eine ruhige gute Nacht und morgen Abend 22 Uhr, Dienstag den 29. sehen wir uns wieder. Ciao, tschüss, schönen Dienstag, bis morgen Abend. Guten Nacht. Und Glückwunsch an Rodrigo.